Und jetzt, wenn wir diese Rubine da, öffnet sich dann neben die Tür. Genau, und da werden wir dann unseren Schlüssel erhalten. Das denke ich. Aber ist ja nie. Ach, das war das. Ah ja. Das war das. Gab's hier eine Skulula? Weil das muss man zweimal machen. Ja. Hier war es. Eine weitere Skulula für uns. Das heißt, wir können bald mal wieder im Skulula-Haus vorbeischauen. Gucken, ob die was Neues für uns haben. Ja. Ich hatte noch nie alles Skulula. Hattest du mal alles Skulula? Ja. Nein, nein, war das nicht. Ich hatte auch noch nie alle. Ich wollte mir aber die anderen unbedingt machen. Ja. Aber ganz einfach, was kriegt man am Schluss? Ich weiß es nicht. Das ist ja das, was wir haben. Oder Köcher oder so. Den Köcher bekommst du, wenn du das Bogenspiel machst. Jo. Bei dem Geistertempel und bei der Geburtfestung. Nee. Da bekommst du noch einen größeren Köcher dann. Ja. Weil den ersten großen Köcher bekommst du, wenn du das Pfeilspiel machst. In Hyrule. Ja, genau, in Kakariko. Nein, Hyrule ist. Ja, das ist aber auch ein Pfeilspiel. Ja. Das andere ist, glaube ich, für die Deko-Kerne. Als Jüngerling. Ja. Das haben wir ja gemacht. Cheating Ego Shooter heißt diese Folge. Elegant, wie ich gecheatet habe. Sehr elegant. Wunderbar mit Selbstnetz. Ja, sowas würde ich niemals tun. Nein. Niemals. Halt mich doch nicht für ein Untier. Tier? Ja, ich bin ein Tier. Also, ich bin ein Bongo Bongo. Bongo Bongo. Ja, genau. Holst du gerade die Bombe auf? Nein. Hat die Bongos geholt? I play Bongos. I play Bongos. Und Milo wird uns dann unterhalten. Och nee, nicht diese Windkacke. Die Gleitstiefel sind hier ultra scheiße und irgendwie habe ich das Spiel gebracht. Stimmt, hier war diese Windkacke. Stimmt. Die Bongos. Jo. Stimme deine Bongos, dass sie später auch gut spielen. Oder spanne deine Bongos, damit sie später einfach gut spielen. Ah nee, du brauchst später sogar die Gleitstiefel in Kombination mit dem Wind. Ja. Aber hier wäre hier, es nicht vorteilhaft. Nee, hier brauchst du es nicht. Hier brauchst du die Eisenstiefel. Die Eisenstiefel schützen nämlich vor dem Wind. Oder dann ist man zumindest standhaft. Danke, Link. Danke. Vielen Dank. Ich hab's eben gesagt, ne, dass man dann geschützt ist, ne? Aber my ass halt, ne? Jo. Ja klar, das Ding muss mich jetzt treffen, ne? Ach komm, scheiß drauf. Zieh die dämlichen Stiefel an. Legen wir uns schneller als sonst. Und der Wind kann uns einfach machen. Denn wir wiegen jetzt das Fünffache von unserem Gewicht. Wir wiegen jetzt 10.000 Kilo... Mehr. Das Fünffache von unserem Gewicht. Wenn du dich dann wieder dahin setzen magst, ne? Ja, Link, mach diese Kraftsportübung noch 10.000 Mal. So, hier neben müssen wir das nämlich mit dem Auge machen. Aber vorher erledigen wir das, was wir da drin zu erledigen haben, nämlich wir holen uns die Karte. Töten, töten, töten! Töten, töten, töten!
Töten, töten! The Legend of Zombie Killer! Töten! Jo, aber hier dürfte eine Schatztruhe versteckt sein. Ja, genau, da ist eine versteckt. Tritze mit deinen Eisenstiefeln auf. Mach mal The Legend of Ocarina Zombie Killer. Hymne der Sonne. Hymne der Sonne, das stimmt, ja. Auch die kann man sehr gut lösen. Das kann stimmen. Scheißegal. Oder was sagst du mir denn? Sie flüstern mir zu. Jener, dessen Schritte heilig sind, möge sich vom Wind treiben lassen. Ja, genau. Er führt ihn über den verborgenen Pfad, das heißt, wir rüsten jetzt unsere Gleitstiefel aus. Man muss hier so viel wechseln an Items. Eigentlich das Schöne an diesem Tempel. Ich hab's verkackt. Den Gabelschlüssel wäre nicht schlecht. Schon jetzt. Ich glaube, das kommt auch so mit dem mit den Kleidstiefeln. Ja. Müsste. So, Mann, einfach mal Hymne der Sonne. Nee, das war's nicht. Nee. Wisst ihr, das ist scheiß mit analog. So. Wie gesagt, C-Knöpfe, ne? Auf analog ist dumm. Ja. So, vereist. Rutschen dann noch so ein bisschen rum. So, jetzt benutzen wir aber einfach mal, weil wir es können. Feuerpfeile gegen die Mumien. Taue wieder auf! Ich sagte, taue wieder auf. So taue du wieder auf. Brenne. So brenne doch. Ich sagte, brenne. Okay, es bringt einfach nichts. Sehen wir es ein? Ah, ich hätte die Stiefel wechseln sollen. So, möge er sterben und mir seine Mana-Flasche geben. Die Mumien sind irgendwie dick. Dick? Ja, die haben irgendwie so einen kleinen Bauch. Ach, ja, das kann sein. Oh, scheiße. Dann sind wir ja hier falsch. Siehst doch aus, was die Mumien stehen. Ja. Stell dir mal vor, von dem Spiel gibt es ein HD-Remake auf der krassesten Grafik. Dann sieht das dann doch schon so ein bisschen respektvoll aus. Am besten noch bewegende Wände. Ja, ja. Bewegende Wände und dann am besten noch so, wisst ihr, dass sich diese Augen bewegen und dann am besten so der Unterkiefer noch klackert. Ja, ja. Irgendwie sowas. Die Musik noch ein bisschen gruseliger gemacht. Auf das Spiel fett ab 16 draufgeschrieben, weil blaues, grünes und rotes Blut rumspritzt, dann ist es gut. Ja. So, eine versteckte Schatztruhe dürfte hier sein. Genau so ist es auch. Und da ist ein Schlüssel, bis ich den mal gefunden habe. Ne? Wahnsinn. Weil erst ist er unter diesem Bombenteil versteckt und da musst du das Auge da rein benutzen. Oh, geil! Das kommt jetzt schon. Wir sind dann nicht schon gleich beim Boss. Wir haben den Tempel gleich hinter uns. Auch Bongos haben wir heute schön in Session Music gesehen. Oder gestern inzwischen. Wir haben hier schon 20 vor 3. Und wir haben einen schönen Champ. Ja. Und einer aus Leder. Gehärtetes Leder. Das sah schon geil aus. Aber die war auch vom Preis her entsprechend, ne? Ja, die hat sich auch gut geschmiert. Die lang, die ja. Sie
klang genial, sie war genial. War geil. Von hier aus kommen wir direkt aufs Boot. Ich glaube, hier brauchen wir dann wieder den Vogelscheuchen-Polka, um dieses Gundula hier zu bekommen, da oben. Ja. Den habe ich leider nicht. So, was passiert denn eigentlich, wenn ich da oben, wenn ich da hochgehe? Schaffe ich, glaube ich, eine Abkürzung, ne? Ich müsste zumindest eine Abkürzung schaffen, wenn ich da hochgehe. Gucken wir einfach mal. Ach ja, das ist da, das ist... Ah ja, okay. Ja gut, dann kann ich... Also die Abkürzung wurde geschaffen, indem ich jetzt diesen Block da verschoben habe. Und jetzt wird's cool. Jetzt wird sowas von cool. Auf dem... Wir fahren jetzt mit diesem Schiff. Es wird verdammt geil werden. So. Ich denke, die sind gestimmt. Die dürften gestimmt sein für den Bosskampf. Eigentlich bräuchte ich da eine sehr große Jambe. Ja. Weil was anderes hat der auch. Ja, das stimmt. Ja. Das hier ist geil gemacht. Wir fahren jetzt zu den Toten hinüber. Die Aufwände, die da früher noch Gräber und Grabmäler gemacht haben. Ja. Leider müssen wir auf diesem Schiff kämpfen. Nee, ich wollte gar nichts ausrüsten. Ja, vorsichtshalb einfach. Es ist jetzt nicht so, dass ich Angst hätte, hier runterzufallen oder so. Das würde eher nicht passieren. Weil, wenn die Emulation abkackt, ne? Es macht dann einfach gar keinen Spaß mehr. Und vor allem, jetzt ist noch ein zweiter dazu gekommen. Nur beim Boss werde ich wahrscheinlich speichern. Ich habe den runtergekriegt. Cool. Ich habe den runtergekickt. Und den habe ich gekillt. Da soll mal einer sagen, ich töte nicht stylisch. Was? Ich hab Stil, oh yeah. Okay. Den hab ich. Ich glaube, wir müssen vorher abspringen, ne? Weil das Schiff untergeht. So, wir sind abgesprungen. Ciao, Schiff. Ich finde auch das Bewegungsmuster von dem Schiff genial. Ist einfach geil, dieses Spiel. Ja, es geht unter. Link, der Schiff sinkt. Spring ab, rette dich auf festen Boden. Okay! Spring in den Abgrund. Ja. So, bis ich erstmal gepeilt habe, was ich hier machen muss, ne? Dass man da einen Pfeil pixelgenau auf diese Bombe schießen muss. Mir war zwar klar, dass ich da mit dem Pfeil dran muss, aber ich habe den nie so genau getroffen, dass da irgendwas passiert ist. Also, willst du jetzt nicht mit der Gitarre spielen? Ja, will er. Warum? Ja. Er will mich trollen, das ist einfach alles. Ja. Ist die lizenziert? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ist die Tetris-Melodie lizenziert, Leute? Oh nee, das war das. Das Labyrinth der Unsichtbaren mit den Händen des Todes. Ja, die Hände des Todes. Ich lass dich wieder nach da hinten. So, wie gesagt, diese Hände können sich an uns vollsaugen. Was mir einfach nicht gefallen mag. Was war denn hier? Ach, du siehst diese Hand gar nicht, wenn du alles klar. Ja. Stimmt, da war ja irgendwas. Oh nee, nicht an mir vollsaugen, Freunde. Sag nur eins, dein Raum war sehr gemein da. Ja, ich erinnere mich sehr.
sehr gut, erinnere ich mich. Haben wir die Karte eigentlich übersehen? Ich glaube ja. Wir sind ziemlich am Schluss, da brauchst du gar keine Karte mehr. Ach. Was wir brauchen ist der Masterschlüssel, den brauchen wir noch. Aber der ist in dem Raum, den ich gerade erwähnt habe. Der ist in diesem bösen Raum. Den du gerade eben netterweise erwähnt hast. Ja. Aber der ist auch auf dieser Ebene mit diesen Scheißern. Genau, der ist irgendwo da hinten. Von da hinten komme ich. Der ist irgendwo hier in dem Raum. Einer von den vier Türen. Vier. Oder drei, ich weiß es nicht. Nein, das war er nicht. Der war aber auch scheiße. Ja, nur dass ich die Kacke jetzt bewege. Das ist auch was Gutes, oder? Jo, die habe ich gesehen. Und ich bin jetzt auch noch. Hol dir die Skulltula! Oh Mann, komm schon. So. Schattentempel, Schattentempel. Verlaufen so. Also. Ja, ja. Kennt ihr Jeff the Killer? Dumme Frage einfach mal. Kennt ihr Jeff the Killer? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Jeff the Killer persönlich kennt. Wenn er schon mal bei euch zu Hause war. Das wäre cool. Weißt du, du kannst die Dinger nur von innen kaputt machen. Von außen. Wenn du so außen so eine Bombe. Noch nicht mal noch. Mann! Komm rein mit! Ja. Schön. Zum Glück brauchen die länger, bis sie explodieren. Ja, das ist sehr gut. Ja. Das freut mich immer sehr. Klar, komm schon. Prall am Rand ab wie so ein dämlicher Basketball. Ja, komm schon! Jede Menge Zeug hinterlassen, das wir nicht brauchen, weil wir volle Runden haben. Ja, aber du sammelst sie trotzdem alle ein. Ja, natürlich. Gut, wir haben hier einen Skulltula bekommen. Aber ansonsten gibt es hier nichts, das heißt, dieser Raum war total unnötig und wir sind alle am Arsch. Am Arsch der Welt. Am Arsch der Welt. So, jetzt die Frage, von wo komme ich? Da komme ich. Das heißt, ich muss. Ja, genau. Hier einfach. Genau. So, und jetzt dürfte dieser Arschraum kommen. Yes. Der Arschraum. Wisst ihr, was hier das Gemeine ist? Du weißt einfach nicht, was du machen musst. Ja. Du wirst einfach von diesen Stacheln zerdrückt. Ja. Du wirst einfach von diesen Stacheln zerdrückt. Ich muss gerade eben lachen, weil Milo am Arsch der Welt gegoogelt hat. Du wirst einfach von den Dingen zerquetscht und musst dann wieder in diesem Raum starten. Weißt aber nicht, was du tun sollst. Also, bis ich da mal drauf gekommen bin, ne? Das war. Du kannst diese Dinger verbrennen. Die Dinger sind aus Holz. Das ist zwar irgendwo logisch, aber wer kommt denn bitte da drauf? Ja, das ist einfach Rubine. Oder Pfeil oder irgendwie sowas. Das Feuersturm. Mit den Feuerpfeilen ging es auch, aber du brauchst ja einfach so viel. Du brauchst die Ukraine, du brauchst den Enderhaken, die Kleinstiefel, das Auge der Wahrheit, Dienst Feuersturm. Du brauchst verdammt viel Magie eben wegen Dienst Feuersturm, den Feuerpfeilen oder dem Auge der Wahrheit. Kommt drauf an, was du eben benutzt, alles. Also, das ist das Coole an dem Tempel. Das ist das Coole an dem Tempel. Das ist so der Tempel, der auf ganz, ganz viele Items ausgelegt ist. Ja. Den Bogen brauchst du auch. Ja. Den Hammer. Nee, den Hammer brauchst du nicht unbedingt, aber. Für die Tür, die runterfallen, aber. Ja. Gibt's, glaube ich, noch einen.
Achso, und dann kannst du jetzt zum Boss gehen. Zu Bongo Bongo. Bongo Bongo. Da geht's jetzt sofort hin. Ja, ich kann dir, ich geb dir sie gleich kurz vor dem Bosskampf. So, hier dürfen noch mal Pfeile sein. Ich hab ja noch 3 Stück, aber so eine fehlt vor dem Boss wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Bis ich diese Vasen da auf, das ist halt so groß. Ja. Aufheben, wegschmeißen. Stimmt, das ging auch. Aber das hat ja keinen Stil. Doch, das zeigt, das zeugt von Aggression und sozialer Inkompetenz. Besseres. So, und auch Bongo Bongo können wir nicht sehen, ne? Jo. So, einen Schlüssel benutzen wir, um dann gleich den Master Schlüssel. Oh, nee. Ja, ich erinnere mich doch an den Raum noch. Da hätte ich die Stiefel gebraucht. Ich habe die Entfernung eben nicht abschätzen können. So, genau. Ja, ja, das Gemeine an diesem Tempel. So, so, ich gebe ihm die Bongos. Bongo Bongo. Ich gebe ihm die Bongo Bongos. Bongo Bongos. Die Kleidstiefel ziehe ich aus. Ich rüste Pfeile, Enterhaken und Auge der Wahrheit aus. Ich habe 3 Feen. Es kann losgehen. Vorne noch checken, ob sie irgendwelche Vasen. Nein. Seid ihr bereit? Bist du bereit? I'm ready. Bin ich bereit? Link, bist du bereit? Link, was machst du? Scheiße, Link, bist du bereit? Milo, hör auf, Bongos zu spielen. Hände. Milo, warum hast du so große Hände? Was machst du da mit mir? Das ist der Endboss. Bestialische Schattenmonstrosität, Milo Weißmann. Ja, ich bin dabei. So, Enderhaken braucht man, Pfeile braucht man, die Gleitstiefel.